Ja, Leute, was geht? Und es geht weiter hier mit einer neuen Folge Cyberpunk 2077 mit mir im Pyrus. Wir machen weiter mit einer neuen Quest. Wir fahren zum lieben River. Der will ja was von uns. Der gute River. Ja, geh zu River. Okay, der Peter Pan war jetzt abgeschlossen. Also, du weißt, dass du diesen Bullen nie wiedersehen musst, oder? Okay, ich verstehe schon. Jetzt habe ich die Scheiße gewartet. Und jetzt wollt ihr euch feiern. Aber ein Familienessen? Ernsthaft? Könnt ihr nicht einfach in eine Bar gehen, 10 Tequilas weghauen und die leere Flasche auf den Konzern schütteln, Zertrümmern? Du wirst weich, wie? Genau, das habe ich mir entschieden. Machen wir dann später. Da muss es deutlich runtergehen. Nicht mal auf niedrig oder auf mittel bis niedrig. Dann kann ich mich auch mit dem hier mal anlegen. Okay, Bedrohung mittel. Okay, aber dafür, dass wir nur essen gehen, ist Bedrohung mittel ganz schön hoch. Aber gut, wir werden sehen. Ich glaube auch nicht, dass wir nur essen gehen. Oder? Ich glaube nicht. Ah, jedes Mal, weil die... Ja, okay, ich kann mich umfahren. Du verfährst dich hier so oft. Gibt's gar nicht. Für mich gibt's kein Rot. Für mich gibt's nur Grün, genau. Sabotage. Ah, komm. Sabotiere ich kurz was. Yo, wie steht's so? Wenn du Zeit hast, ich habe Arbeit für dich. Klassiker. Du musst in ein Konzerngebiet einbrechen und eine Wanze platzieren. Infos anbei. Okay. Auftragsort Sabotage. Ziel von wann Ziel wenn abliefern. Ort Kendachi Fabrik Aurorio. Details. Schon mal die Nachrichten geguckt? Wenn du mich fragst, ist das alles nur Propaganda. Trotzdem sehen viele Leute es sich an und irgendjemand muss die Nachrichten ja auch produzieren. Mein Klient ist Ted Fox, ein Reporter bei N54. Arbeitet gerade an einer Story über Verbindungen zwischen Gangs und Konzernen. Offiziell sind die sich natürlich Spinnenfeind. Aber es sieht so aus, als würden Konzerne und Gangster sich gerne mal Gefallen tun. Das muss Ted aber natürlich erstmal mal beweisen. Hier kommt du ins Spiel. Ted wird dir erklären, was du genau machen sollst, aber stell dich schon mal drauf ein, auf einem Kendachi-Fabrikgelände einzubrechen. Alles klar? Gut, triff dich mit Ted. Jetzt ist nämlich Showtime, wie diese Medienfuzzis sagen würden. Showtime? Showtime ist gut. Showtime. Na? Wie? Der einzige Schwach. Bist du Ted? Nenn mich Teddy. Komm rein. Ich erkläre alles. Na komm, Teddy. Willst du kuscheln oder warum nennt man dich so? Na gut, Teddy. Wie ist die Lage? Siehst du die Garage da links? Gehört Kendachi. Hab nen Tipp, dass da ganz spezielle Ware drin ist. Speziell? Für die Sixth Street Gang. Und? Was willst du von mir? Du gehst rein und befestigst diesen Peilsender unterm Laster. Vorsicht vor Überwachungskameras. Kinderspiel. Dank dir werde ich berühmt werden wie Ted, der Krieger der Wahrheit. Weißt du, wie die Security da aussieht? Ah, du gefällst mir. Du willst Details? Teddy HC. Also, zwei Kameras, fünf Wachen und nochmal drei hinten drin. Macht acht. Du siehst ein bisschen blass um die Nase aus. Aber hey, ich verstehe das. Wird nicht einfach. Halt dich bloß von den Kameras fern, okay? Okay, ich kümmere mich drum. Na gut, Teddy. Dann mal an die Arbeit. Gut. Gut.
Zieh einfach deine Ninja-Nummer ab und lass dich nicht filmen. Die Kamera liebt mich, nicht dich. Du hörst von mir. Okay. Okay, ich meine natürlich Stealth und leise. Ganz klar. Wenn ich optional leise habe, mache ich leise. Hier können wir mal gelten. Hat geklappt. Ah, ging doch ganz gut. Mach auf. Hier wurde den Pfeil. Heilige Scheiße. Oh, was? Warum? Aber ich doppel W. Ich hasse diese Doppel W. Toll, danke Spiel. Oh, ich nicht doppel. Ich, wenn du so machst, Doppel W. Dann schießt du nach vorne, ey. Was ist. Oh Mensch, und ich kann jetzt gerade nochmal machen. Ach Mensch, manchmal. Jetzt kannst du auch nicht abschalten, ne? Weil die ja dann überzeugt sein mussten von dieser Idee. Jetzt komm. Das wird ein guter Tag. Sehr gut, ich würde es ganz gerne ohne. Was? Ohne. Bist du verrückt? Ich kann dir nicht helfen. Dann bist du allein. Das sollte theoretisch klappen, oder? Es klappt sogar. Ja, es klappt. Warte, es klappt. Die Idee klappt, aber es ist sau schwer. Ja, sowas ist halt geil in einem Spiel, ne? Wenn du halt sowas hast, wenn man mit Doppel-W... ich weiß nicht. Warum gibt's da nicht so alt wie... Ist Dashen. Das kann man auch irgendwie alles modden, aber ich weiß, es gibt Mods dafür, dass die Steuerungsprobleme alle weggehen. Aber ich finde, da mit offiziellen... Warte, ob das geht. Knapp. Oh, zu knapp, hab ich gesagt. Weiß ich kein. Ja, war klar. Funktioniert nicht. Weiter her zu. Da wollte ich, glaube ich, einen Doppelsprung. Mist. Doppelsprung ist. Ich habe mich halt für Höhe, nicht für Weite entschieden. Aber ich glaube, Weite. Also, Doppelsprung ist ja Weite. Und das andere ist Höhe. Obwohl, ganz ehrlich, müsste es nicht eigentlich aufgehen, wenn ich einfach. Ich meine, muss da lang, sagt das Spiel, aber. Ich kann ja. Prima, Ted wird diesen Kendashi-Wichsern so richtig das Leben zuscheißen. Jedenfalls, Respekt für einen perfekt durchgeführten Auftrag. Job erledigt. Ed ist unterwegs. Ja, kein Problem. Boah, danke. Na gut, war jetzt auch kein schwerer Job. Vielen Dank.
war ja easy. Dort war ja mal wieder. Ich meine, die Aufträge mag ich, muss ich ehrlich sagen. Die gefallen mir richtig gut. Also ich mag total gerne Geld und investieren dann. Das macht mir wieder richtig Spaß. Ah ne, Journal. Ja, tut mir leid, mein Auto parkt ganz gern mitten im Weg. Gut, dann fahren wir jetzt zum River, aber es hat sich irgendwie angeboten. Das nochmal ganz kurz zu machen. Ich muss mal bei. Oh Gott. So, ah, da ist mein. Hä? Ah, stimmt, jetzt das Auto wieder. Ah ne, ich will schon noch fahren. Genau, ich wollte das ja nicht fahren. Ein neues. Andere haben wir schon sehr oft gefahren. Alter, das Auto ist aber auch nice. Weil ich erst habe gerade um Gottes Willen was für ein Geschoss, aber mittlerweile ist jetzt hier echt gut gefahren. Bin begeistert. Der echt eine gute Karre gehabt. Da habe ich echt ordentlich was abge. Da habe ich echt gut was ihm abgezogen. Und wir gerade Autos will ich alle haben, das andere ist mir egal. Oh Gott, ist ja gar nichts mehr. ...80, nice. 90, nice, 100. 100 gleich, nice. Ja, bis 130, ne? Nice, cool. Hm? Komm, obwohl er relativ breit ist, kommt er relativ gut auch durch. Also gar nicht so ein Riesengeschoss, wie das Ding aussieht. Ich tatsächlich, also schon ein Riesengeschoss, aber lässt sich nicht so steuern. Steuert sich wieder mit dem kleinen Auto. Hi. Bin hier mit einer Zuhälterkarre. Guten Tag. Hey, wie geht's? Hier drüben. Ah, das ist mein Wagen. Auf dir. Immer durch Menschen durch. Oder sollte es eine Umarmung werden, um das vergessen zu animieren? Perfektes Timing. Kannst mir beim Kochen helfen. Oh. Was gibt's denn Leckeres? Jambalaya. Komm, du kannst das Fleisch umrühren. Oh, Sojafleisch? Okay. Wäre Joss nicht besser geeignet? Joss hat ihren Teil erledigt. Nimm einfach den Löffel und rühr. Ist das ein altes Ward-Familienrezept? Ja, ist wie... Zwiebeln, Paprika, Haribo. Thymian. Muss noch Sellerie und Knoblauch schneiden. Aber du rührst bitte weiter. Rühren. Ja doch, ich rühre ja brav. Besseres Jambalaya hattest du noch nie, ich schwöre. Wie geht's, Randy? Er muss sich erst wiederfinden. Aber körperlich wird es echt lange dauern, bis er sich komplett erholt hat. Und mental? Das war eine üble Nummer. So krank das auch klingt, aber was Harris ihm angetan hat, hat ihm vielleicht geholfen. Vielleicht auch nicht, aber es fühlt sich an wie ein Neuanfang. Ehrlich gesagt dachte ich, das mit dem Kochen wäre ein Witz. Oder dass Joss sich abmühen würde, während... Was? Joss kriegt es nicht mal hin, Wasser zu kochen. Ich schwing gern den Kochlöffel, kein Scherz. Hat in letzter Zeit nur kaum Gelegenheit. Also, machst du dir gerne Haribo zurecht? Ich will nicht die Stimmung versauen, aber was ist mit Peter Pan? Du meinst, ob ich ihn umgebracht habe? Darüber reden wir nachher.
Klar, kein Stress. Es ist nur... Du weißt schon. Ich weiß. Erstmal essen wir unser Haribo. Es sieht echt aus wie Haribo. Kann ich mal rühren? Okay, ja. Okay. Ich glaube, du hast genug gerührt. Ich hab hier schon gegriffen. Kannst du mal bitte den Reis herholen? Zu Befehl. Okay, finde den Reis in der Küche. Finde, okay. Oh Gott, finde den Reis. Nein, die war schon immer so. Aber das hat bestimmt nicht geholfen. Sein Vater war ja auch kein einfacher Mensch. Das habe ich ihnen auch gesagt. Aber es kam immer dasselbe zurück. Niemand interessiert sich für Kinder, die irgendwie anders sind. Mit genau den Worten, ja. Wollte mir jedes Mal die Haare ausreißen. Wann kann ich ihn wiedersehen? Sehr gut, ich wollte ihm nämlich was vorbeibringen. Er liebt Musik, also... Wie bitte? Ja, ich werde dran denken. Sagen Sie es mir einfach. Vielen Dank. Sie haben mir so, so sehr geholfen. Mhm. Ja, wir telefonieren bald wieder. So schön, dass du da bist. Danke für die Einladung. Ich sollte mich bedanken. Siehst gut aus, Joss. Findest du? Danke. Wie geht's Randy? Er ist noch im Krankenhaus, unter Schock. Ist aber auf dem Weg der Besserung. Hatte noch gar keine Gelegenheit, mich richtig bei dir zu bedanken. Du solltest River danken. Ich habe nur geholfen. Was du für uns getan hast. Wenn Randy nicht... Du schuldest mir nichts, Joss. Danke. River ist draußen. Er konnte es kaum erwarten, dich wiederzusehen. Reis. Basmati. Nice. Ah, Basmati-Reis. Guten Basmati-Reis, ey. Ja, aber ich schulde uns echt nichts. Das ist so eine Art Familie, das ist Familie. Da halten wir zusammen. Auch wenn es nicht meine Familie ist, aber unter vom Wie. Jetzt die Tomaten? Ah, der sieht immer aus wie Haribo. Sieht zwar nicht immer aus wie Haribo? Reis ist drin. Hä? Okay, das muss eine Weile köcheln. Ich hab's gemacht. Veranda? Reis ist drin. Ich schütter kurz ein bisschen Reis random irgendwie rein. Ja, schön. Wie so ein Würzen. Schnapp dir einen Stuhl. Ein Bier oder so. Ist echt nett hier. Ja, irgendwie friedlich, als wäre nichts Schlimmes passiert. Sag mal, was ist jetzt mit Harris? Hab ihn im Krankenhaus besucht. Liegt er noch im Koma? Ja, ein seltsamer Zustand zwischen Leben und Tod. Eine leere Hülle in einem Krankenbett. Einfacher Kopfschuss, schnell und sauber. Dachte ich mir auch. Es wäre so einfach. Hab die Pistole an seinen Schädel gepresst. Dann fiel mir etwas ein. River. Der Tod meiner Eltern. Ja. Sicher, dass du es hören willst? Was ist passiert? Dad hatte eine Farm. Wie der Vater von Harris. Hat aber nicht genug verdient damit. Also haben meine Eltern einen kleinen Supermarkt aufgemacht. Haben direkt darüber gewohnt. Ein Geräusch hat uns nachts geweckt. Die Kasse unten war leer. Also sind die Einbrecher nach oben. Haben uns auf die Knie gezwungen und... gefragt, wo wir das Geld verstecken. River, du musst nicht weiterreden. Schon zu oft sowas gehört? Nein, aber es fällt dir schwer, darüber zu reden. Musst du nicht für mich. Okay, ja, du hast ja recht. Also, Harris, was hast du gemacht? Pistole an seine Schläfe und... Ich habe schon einige Menschen getötet, aber niemals so. Nie wie bei einer Hinrichtung.
Bin schnell raus aus dem Krankenhaus. Für mich ist der Fall abgeschlossen. Sehr gut. Puh. Aber was jetzt? Zum NCPD gehst du nicht zurück. Vielleicht Privatdetektiv. Wer weiß. Mal Onkel sehen. River, du wolltest mit uns spielen. Hast es versprochen. Okay, okay. Dann mal los. Wie? Machst du mit? Was spielen wir denn, Onkel River? Siehst du gleich. Darian, wir spielen. Ja, Big Trouble in Haywood. Hol dein Set. Das ist ein VR oder wie? Und? Was meinst du? Sowas wollte ich schon immer mal spielen. Wow! Nette Bumme hast du da. Hey, keine Zeit für Ablenkungen. Dieser Abschaum entkommt sonst. Wer? Ihr seht ja cool aus. Wie, darf ich vorstellen? Captain Joanne McLean und Lieutenant Henry Callahan. Die mit Abstand besten Kommissare in unserem Revier. Die regeln das schon. Ich arbeite immer alleine. Ohne Ausnahme. Genau, ich auch. Ganz kurz, muss ich irgendwas über das Spiel wissen? Die Stadt ertrinkt in Verbrechen und Korruption. Auf den Straßen herrscht Chaos. Und auch wir sind keine Heiligen. Denn die Polizei wird von ihren eigenen Sünden heimgesucht. Die Lage scheint auswegslos. Denn niemand wagt es, ihm entgegenzutreten. El Chamuco Endiablado. Oh, der ist so fies. Aber wir können ihn besiegen. Der fieseste Fiesling aller Zeiten. Okay, dann mal los. Okay, unsere Aufgabe ist es, El Chamuco Endiablado zu finden und dabei seine Handlanger auszuschalten. Er wird für seine Verbrechen büßen. Wir spielen in zwei Teams. Wir zwei und die Kinder. Aber wir haben dasselbe Ziel. Das Team mit mehr Punkten gewinnt. Ihr habt keine Chance. Hey, V, mach mal langsam, okay? Das ist Ihr Lieblingsspiel. Okay. Okay, lassen wir die Kinder gewinnen. Da ist er, auf ihn! Die Stadt gehört mir! Ihr habt keine Chance gegen mich! Er ist schnell! Aber das Gesetz ist ohne Achtung! Seine Handlanger! Gar nicht schlecht. Rattenverseuchtes Versteck. Den moralischen Verfall riecht man von weitem. Still, zu still. Wir werden auf jeden Fall die Kinder siegen lassen. Ein Hinterhalt, sie haben auf uns gewartet. Oh nein. Sehr schön, ja. Gutes Teamwork. Okay, das war's. Aber nächstes Mal müssen wir schneller sein. Da fahren wir euch ja. Aus dem Weg, Zivilist! Justizbehinderung ist ein Verbrechen. Das ist unsere letzte Warnung. Natürlich, Herr Kommissar. Ich bin schon weg. Nicht mehr weit. Ganz ruhig, Callahan. Ich kann nicht einen meiner besten Kommissare verlieren. Mach dir keine Sorgen. Das Spiel ist ja witzig. Ah, wir haben schon 11. Krass.
Lol, schießen die schnell. Okay, wir haben alle erwischt. Aber noch ist es nicht vorbei. Nächste Worte. Na gut, spuck es aus, Drecksack. Bettel ruhig. Oh, ich meinte eure letzten Worte. Echt jetzt? Noch ein Hinterhalt? Okay, und jetzt? Essen ist fertig. Och, Mama, wir hatten ihn fast. Dann schnappt ihr ihn eben das nächste Mal. Aber wir waren besser als ihr. Wir sind die Besten. Danke, dass du sie hast gewinnen lassen. Sie hatten Spaß. Kein Ding. Das sind tolle Kinder. Ich glaube, sie mögen dich auch. Hey, Essen ist fertig. Sehr schön, sehr gut, dass Essen fertig ist. Das Essen werden wir uns dann in der nächsten Folge gönnen. Und da machen wir dann weiter hier mit einer, mit Cyberpunk 2077. Ich hoffe, dass es euch wieder gefallen hat. Und dass ihr beim nächsten Mal auch wieder mit am Start seid. Also morgen um 20 Uhr, da machen wir hier weiter. Ich bin gespannt, wie weitergeht. Ich hoffe ihr auch. Wir sehen uns bis morgen, euer Pyrus. Haut rein, tschüss. Bis dann.